herzlich willkommen zu etwas Neuerem, beziehungsweise zu etwas Altem, nämlich wir spielen Quake. Und ihr seht schon, es sieht nicht aus wie das alte Quake. Das ist deswegen, weil es ist Quake HD. Ja, wir spielen jetzt Quake HD, ein Spiel, ich glaube, das hat 38 Levels. Und schon am Anfang hat man hier drei Portale zur Auswahl, nämlich einmal links Easy Modus für Leute ohne Skill, mittleren Modus für Leute mit bisschen Skill und schwerer Modus für Leute, die auf ziemlich abgefahrene sadistische Spielchen stehen. Das wäre dann wahrscheinlich meine Wenigkeit. Und ja, wir spielen Quake HD auf Hard. Zack! So, jetzt haben wir die Möglichkeit Level auszuwählen. Level 1, 2, 3, 4. Es gibt noch einen fünften, aber dazu später. Und wir gehen hier rein. Walk into the blablabla to blablabla into the level blablabla. Dann wollen wir mal. So, Level 1 von Quake HD. The Slipgate Complex. Da ist schon die Nummer 1. Ja, Quake HD deswegen, weil es eigentlich ein ziemlich geiles Game ist. Wenn ich das schon ewig nicht mehr gezockt habe, da war ich noch ein kleiner Knirps, egal, war ich 8 Jahre alt oder sowas. Das war das Original Quake. Jetzt zurück mit Quake HD. Sieht man schon, bessere Texturen, neue Lichtengine, Bloom-Effekte, schlag mich tot. Der Download von diesem Mod-Paket waren 1,2 GB, also schon eine ganze Menge an Daten. Und wahrscheinlich werdet ihr mich jetzt hier ziemlich oft sterben sehen, ja, in Quake. Na gut, erste Level noch nicht weltbewegend, Standard, sage ich mal. Ah ja, dann kommen wir hier wieder raus. Ey, da stehen wir. Ja, geh halt down. Ist immer so lustig, immer wenn ich aufnehme, habe ich... verliere ich um die 20, 30 Skillpunkte irgendwie. Wenn wir diesen Monitor anschießen, kommen wir hier rauf und hier gibt es noch ein Secret. War das hier? Ach ja, das war hier. Nämlich das legendäre Quad Damage. Quad Damage ganz einfach erklärt, wir machen vierfachen Schaden. Quad 4, logisch. Bam! Und hier gibt es die Nagelknarre. Eine Art Machine MG. Boah, Mordsauerei angerichtet. Und ihr seht schon, unser Marine unten in der Mitte, das Bildchen von ihm. Er ist ziemlich cool drauf im Moment. Schalter. Sammle die Rucksäcke ein für Munition und hier ist ein weiteres Secret. Nämlich die doppelläufige Shotgun. So ein Markenzeichen von Quake und Doom. So, dann metzen wir uns hier mal durch. Schalter drücken. Da kommen wir ganz schön viele Gegner. Ah, hier ist der Hazard Suit. Gibt es, glaube ich, hier unten auch nochmal irgendwo ein Secret. Ach nee, da muss ich oben rauf. Das werde ich jetzt wahrscheinlich zeitlich nicht mehr schaffen. Da müssen wir hier die Treppen hoch. Aber wie ihr seht, kriege ich die Sprünge nicht ganz hin. Was jetzt schon wieder ein bisschen sackt. Das Suit hat wieder aufgehört zu wirken. Ja, kriegt den Sprung hin. Ist ja auch egal. Ich glaube, das bringt euch, wenn ihr es hier hochschafft, nur eine Rüstung. Gut, das heißt nur eine Rüstung. Rüstung ist ziemlich lebenswichtig, sage ich mal. Na, geh halt kaputt. Und was ja ganz cool ist, was viele nicht wissen, dieses NIN auf den
Patronen für das Nagelgewehr heißt Nine Inch Nails. Das sind die Typen, die den Soundtrack zu Quake gemacht haben damals. Und hier ist Levelende. 42 und 42 Feinde getötet, 4 von 6 Secrets und ich habe 4 Minuten. Level 2, Castle of the Damned. Schloss der Verdammten. Hier gibt's Medikits. Bam ins Kreuz. Und einen neuen Gegner, diese wunderknuffigen Oger, die von der Ferne mit Granatenwerfer attackieren und von der Nähe mit einer Kettensäge. Sehr zäh, wie ist denn die Springerchen jedes Mal in diese scheiß Granaten von dem. Ja, kommst du her. Krass. Machen wir die Sounds dafür ein bisschen lauter. Das ist vielleicht ein bisschen zu laut. So, glaube ich, ist ganz okay. Hier brauchen wir den silbernen Schlüssel. Kennen wir ja aus Spielen wie Doom. Ja, wo seid ihr denn? Hier gibt es ein Secret. Und diese Tür geht nicht auf. Das mächtige Quad-Damage, das brauchen wir jetzt auch. Also, zwingend zwar nicht, aber es ist ganz hilfreich. Denn ich nehme jetzt dieses Health-Pack, nehme diese Shotty-Muni. So, erster fliegender Typ kaputt. Oger da, Nagelfallen an der Wand. Und nochmal Ogers. Dann hier dieses Ding anschießen, dann kommen zwei Gegner, die sie einfach mal weghauen und die Rüstung einsammeln. Und noch, und da ist das alles, bevor das Quad Damage aus ist. Neue Gegner. Der Ritter. Ja, Schwert gegen Shotgun, doppelläufige Shotgun, wer gewinnt da wohl? Bam. Hier wieder Oger. Na, bleib sitzen. Ja, hier ist nochmal Flugfisch. Und wir haben den Silberkey. Klebt noch die Kotze von dem Viecher an der Wand. So, dann kommen wir hier wieder raus. Hier waren wir schon. Und dann benutzen wir hier den Silberschlüssel. Und da war die gleichen Oger hinter der Tür. Ich glaube, dass die Viecher Oger heißen. Bin mir gar nicht sicher. So, dann können wir uns um die Typen hier oben. Und hier unten ist so ein komischer, sind so zwei komische Springteufel Viecher gespawnt. Dann auch so ziemlich ekelhafte Biester. Ah, da ist der zweite, dritte. Ach komm, wir machen das männlich. Ah, noch ein Oger. Ja, den nageln wir nieder. Haben immer noch 100% Health. Aber nicht mehr viel Munition. Diese Flugviecher sind die nervigsten Gegner, finde ich. Und der Oger ist down, hier gibt es nochmal Shotty-Muni und dann ist der Level auch vorbei. Oh, ich habe einen Gegner übersehen. Level 3. The Necropolis. Health-Packs, aber ich bin voll Shotty-Muni und hier gibt es eine neue Waffe, den Granatenwerfer. Und Zombies. Ja, das war das Kleinhirn von dem Typ. Zombies nur tötbar mit Explosionswaffen. Sprich Granatenwerfer oder Raketenwerfer. Au, Drecksack. Wenn ich Zombies per
Shotgun töten möchte, beziehungsweise die versuche, habe ich das Problem, dass die nach wenigen Sekunden wieder aufstehen. Verliere schon wieder so zu viel Lebensenergie. Waren da nicht zwei? Ja, das ist die zweite. Und es gibt nichts Schlimmeres als wieder aufstehende Zombies. Da gehe ich noch nicht. Hier gibt es Raketen. Und zwei Uger. Ah, fall um. Danke sehr. Ach, jetzt hat er Waffe gewechselt, der Idiot. Au. Ach, hier waren nur noch 7 Schuss. Ja. Tja, so viel zu meiner Munition. Dann machen wir das halt mit Granatenwerfer, wenn wir sonst nichts haben im Moment. Da, 20 Schuss. Und jetzt gibt es hier noch eine ganz fiese Sache, nämlich diesen Penner-Uger hier hinten. Ah, wertvolle Munition. Und wir hören jetzt schon stöhnende Zombies. Wie gibt. Jetzt haben wir hier Raketen und Haufen Zombies. Wasser. Und der goldene Schlüssel. Und wenn wir den nehmen, natürlich wie einen guten alten... Guter alter Doom-Manier spawnen natürlich hier wieder Feinde. Hier geht's noch runter. Und wir haben die Unsichtbarkeitssphäre bekommen. Im Englischen heißt das Invisible Sphere. Ja, wenn wir zu nah hinkommen, sehen sie uns trotzdem. Weg hier. Wieder nach oben. Ich finde das Bild unten in der Mitte ziemlich cool. Man sieht ja nur diese seine Augen in dem Helm. Ach, hier gibt's noch Nine Inch Nails. Bam! Nein. Boah, ich hasse die Typen mit dem blöden Granatwerfer. So, dann gibt es einen Haufen Munition, die wir brauchen. Die wir auch brauchen. Bam. Bam. Und hier muss ich jetzt mal ganz kurz speichern, weil das ist eine ziemlich ekelhafte Stelle. Denn wie ihr so seht, sind hier ziemlich viele Gegner. Die komischen Flugviecher-Dinger, ich weiß den Namen nicht. Und da sitzt auch einer. Gut, das war jetzt noch nicht das Ekelhafte, war das Ekelhafteste, denn das Ekelhafte sitzt hier hinten, hinter dieser Säule. Ihr könnt seine Hände sehen. Nein, ich treffe einen Scheißdreck. Da ist er! Ein ziemlich... krasses Viech, teilt ziemlich viel aus und steckt auch ziemlich viel ein. Ich glaube, dieses Viech heißt Schembler. Falls ich das jetzt nicht falsch sage. Ja, komm. Au. Okay, der ist hin. Und da kommt gleich der nächste. Nein, ich will nicht sterben. Solange ich hier im Tunnel bleibe, kann mir nichts passieren. Okay, auch wenn ich im Tunnel bleibe, kann mir etwas passieren. Nämlich der schnelle, sichere Tod. Der Necropolis. Ja, das wissen wir bereits. Hoppala. Die Frage ist jetzt nur, wie mache ich den Kerl hier am besten platt? Da gibt es ein Minipack.
Ja, einer. Sieben Health Points. Und tot. Das läuft nicht nach Plan. Das blöde Schemblerviech hält auch zu viel aus, finde ich. Ja, man macht hier einfach Plan B, man lockt es in den Nahkampf. Und man stirbt trotzdem. Dummes Viech, dummes Viech, dummes Viech. Wie mache ich das jetzt am besten? Ohne dass ich jetzt wirklich zu viel verliere. Granaten frisst ihr auch ewig viel. Ja, verdammt. Also sobald ich zu weit rausgehe, kommt dieses scheiß Viech. Ja, das war einer. Und jetzt habe ich keine Muni mehr. Tja, das waren zwei Schembler, so kann man es auch machen. Gleich nochmal speichern. Da geht was. Und hier brauchen wir den goldenen Schlüssel. Wäre ich jetzt am Anfang zuerst hier runtergegangen, müsste ich wieder zurücklaufen. Deswegen bin ich erst den anderen Weg gegangen, nur so aus Randinfo. Huhu. Hopp. Hier müsste ich zurückgehen, nämlich die erste Falle. Und hier geht's nach unten. Natürlich, Zombies. Noch einer? Noch welche? Noch einer? Das Tollste ist, die kämpfen gegenseitig hier oben. Da war nämlich noch ein Zombie. Und das macht es für mich nämlich um einiges einfacher, hier raufzukommen. So, schnell Raketen abgestaubt, ein paar Millipacks. Nee. Kein Secret. Auch kein Zombie mehr, dann speiere ich hier nochmal. Ah, also wieder so ein Knallkopf. Und natürlich zwei Ogres hier oben. Als attraktive Falle von hinten. Das hat mich jetzt ganz schön viel Energie gekostet, muss ich sagen. Ich habe noch 40 HP. Und ja, immer wenn stöhnt, sind es Zombies. Lustig ist ja der Angriff von denen, die werfen mit ihren eigenen Körperteilen. Ist auch noch ein Health Pack. Oh, die zwei habe ich schon genommen. Scheiße.
Ja, und wieder zwei Ogre. Okay, dieses Viech habe ich jetzt vergessen. Komm runter, du Schuft. Ja, ich bin ja so am Arsch. Das war alles nichts. Ich glaube, eindeutig schon zu viel Energie verloren hier unten. Und ja. So, das lief jetzt um einiges besser. Das lief ja schon fast perfekt, lief ja das. Immer diese tolle Sprunganimation von damals, beziehungsweise der Sound davon. Bäm, mal ganz elegant die Beine von dem Kerl weggesprengt. So, zwei Medikits, drei Medikits. Ach, da kommt jetzt wieder dieses komische Viech. Ja, genau, sprengt dieses Viech für mich. Das, au, nicht auf mich. Okay. Medikit. Es ist immer so blöd, diesen Ogre da oben zu treffen, weil ja der da immer die Granaten runterwirft. Dann noch genau über mir einer. Man sieht's am tanzenden Schatten. Genau, wenn man nämlich diese beiden ausschaltet, öffnet sich hier diese Wand und da gibt es dann eine Rüstung. Und noch ein Secret. Genau, dann sind wir nämlich hier oben, wo die zwei Ogre waren. Gibt's nochmal zwei Medikits. Gibt's. Und einen Schalter. Ja, ich speichere. Sehr oft. Ha. Keine Falle, keine Angst. Hier passiert euch nichts. Außer die paar Dämonen, die versuchen euch zu fressen. Und ja, hier ist der Ausgang. Medikit, Munition, das ist immer noch wichtig. Hier gibt es auch noch mehr Muni. Und dann geht es hier durch den Exit. Die letzten fünf Feinde kill ich nicht mehr, denn wenn ich diese zwei töte, schonen nämlich, also spawnen zwei Shamblers und die muss ich jetzt nicht mehr haben. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Quake HD. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr auch die zukünftigen Folgen ansehen würdet. Und bevor mich jemand fragt, unten rechts seht ihr meine Frames, die Uhrzeit, wann ich aufnehme und das Datum, wann ich aufnehme. Bis dann, bye bye.